Willkommen, X-Defined. Wir haben hier ein Gameplay mit meiner geliebten M249. Die am Anfang seht ihr, was uns erwartet. Ich habe ein bisschen Fun gehabt mit der GSK Ulti. Lief ziemlich gut in der Runde, muss ich sagen. M249, ein sehr bekanntes, leichtes Maschinengewehr. Hier ist das Loadout natürlich von mir. Ich mag die Waffe. Spielt sich super, ist richtig angenehm. Gute Feuerrate, guter Schaden. Ja, was soll man da sonst dazu sagen? Es ist halt eine sehr starke Waffe, wie man hier sieht. Relativ gut zu handhaben. Aber heute möchte ich mal über ein paar andere Sachen reden. Also, was brauchen wir in dem Spiel momentan? Die Leute verlangen sowas wie, halt, das habe ich schon mal gesagt, Prestige oder mehr Tarnung oder halt Killstreaks. Irgendwas verlangt der Motivation. Aber in meinen Ansichten, es gibt immer noch Probleme mit der Hit-Rec oder dem Netcode. Man stirbt um die Wand, man hat das Gefühl, man trifft Gegner nicht. Und so, also Hitboxen vielleicht anpassen, Hit-Rec, Netcode, ich weiß es nicht. Sowas in die Richtung. Ist mir viel wichtiger, dass das Gameplay und die ganzen Grundlagen stimmen, anstatt dass wir jetzt Prestige kriegen. Und langsam, es wird auch halt immer sweatier. Ich habe immer mehr Hardcore-Sucht, das hat nichts mit Skill-Based Matchmaking zu tun. Habe ich auch in COD. Ich spiele ja auch, wenn ich COD spiele, spiele ich ja im oberen Bereich des SBMM, wollte ich gerade sagen. Es kann ja sonst nicht sein, in COD spiele ich ja hauptsächlich Suchen und Zerstören. Es kann nicht sein, dass ich Suchen und Zerstören mein Team anführe, komplett oben bin. Ich muss die Runden carryen und mein gesamtes Team ist Schrott und das Gegnerteam ist dann ungefähr alle auf einem Niveau, welche mich teilweise fertig machen können, wenn die gut zusammenarbeiten, wenn mein Team nichts auf Reihe kriegt. Wenn ich tot bin, verliere ich. Das kann nicht wahr sein, dass das in COD so ist. Und in X-Defined bin ich zwar nicht immer Top-Player, so ich bin immer Erster, Zweiter, manchmal Dritter, aber die Gegner sind so sweaty manchmal. Das ist wirklich nur Meta-Waffen und dann sogar teilweise gekämpft wird. Das ist crazy. Und dann dieses ganze Bunny-Hopping und Ducken. Aber das Geile dabei ist, es wurde schon mit dem letzten Patch angesteuert. Es gibt jetzt schon einen Malus für das ganze zu viele Bunny-Hoppen und Ducken. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt 2 Stunden gespielt. 3 Stunden. 2, 3. Es gibt wenig Leute, die das noch machen. Es ist mittlerweile wirklich, wirklich, dass es nur noch ganz wenig Leute machen. Zumindest jetzt bei meinen 3 Stunden Spielzeit. Es ist die Zeit, wo ich immer spiele. Da ist es meistens voll sweaty. Es war immer noch sweaty. Ich habe MP7s gesehen, ACRs, LVACO-Dinger. Ich weiß nicht, wie die heißen genau. Also die Waffen haben sich nicht verändert, aber das Game, also wie die Leute spielen, hat sich schon verändert. Und es war auf einmal angenehm. Ich habe 5 Runden am Stück gespielt, ohne mir zu denken, boah, fuckt mich das ab, wie die spielen. Es ging 5 Runden super, ohne Probleme. Das bisschen anpassen hat schon das so viel angenehmer gemacht, wenn das jetzt so bleibt und die Leute es nicht weiter abusen. Super, weil es geht jetzt auch nicht mehr so gut, aber ja. Und dann will ich halt noch Teambalancing haben, nicht Skill-Based Matchmaking, sondern Teambalancing. Wenn in meinem Team 4 Leute rausgehen und es sind 2 gegen 6, entweder kriegen wir direkt neue Spieler oder es gehen 1 Person oder 2 Personen vom Gegnerteam automatisch rüber, damit es nicht komplett unfair und unbalanced ist. Natürlich, wenn es ein Full-Squad ist, geht's nicht. Wenn die sich als Gruppe anmelden, dann kannst du das nicht machen. Aber mit Solo-Spielern vielleicht. Sowas machen viele Spiele und so werden die Runden immer fair und gut gebalanced. Das hat nichts mit SBMM zu tun, auch wenn das Leute manchmal gerne sagen. Ich finde, das könnte man ruhig machen. Haben ältere COD-Teile auch und die hatten kein SBMM. Und die hatten dann dieses Tauschen, wenn ein Team nicht genug Spieler hatte, dass man dann wunderbar... Dass dann welche rübergejoint sind. Automatisch hat das Spiel dann entschieden, wer. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist eine Sache, die man machen sollte, oder? Leute, die late joinen, verlassen meistens die Runde, wenn sie sehen, die sind im Verliererteam. Obwohl es keine Rolle spielt, ob man gewinnt oder verliert, in meiner Ansicht, aber die sind meistens im Verliererteam. Und dann leaven sie, weil sie sehen, oh, wir sind im schlechten Team und kriegen schon auf die Fresse und die Runde ist fast zu Ende. Anstatt dass die denn leaven, sollte man einfach vielleicht sagen, ihr bekommt 3-fache an Erfahrung und an Level-Erfahrung, Battle-Pass-Erfahrung und Waffenerfahrung, wenn ihr die Runde durchzieht. Ich bin selber jemand, der ab und an mal lieft. Ich komme rein, 600 zu 200 fürs Gegnerteam. Ich denke mir so, wow, die Runde ist fast zu Ende. Wenn ich jetzt aber noch die Runde zu Ende spiele und ich das 3-fache an Erfahrung bekomme, oder selbst wenn es nur das Doppelte ist, nur das Doppelte wird auch schon reichen, wenn ich das kriegen würde, würde ich die Runde zu Ende spielen. Ich kriege zwar nicht mehr so viele Kills und sonst was, aber mit dem Doppelten an Erfahrung wird sich das sogar noch rentieren.
würde mir auch einen Sinn geben, noch in einer Runde zu sein, wo es eh eher frustrierend ist, drin zu sein. Aber man muss diese Runden ja auch wieder voll machen. Sonst ist es für die Spieler, die spielen, auch frustrierend. Deswegen ist es so ein schmaler Grat zwischen, wie macht man das? Und doppelt- oder dreifach Erfahrung wäre mein Weg, die Leute drin zu behalten. Ich würde den auf jeden Fall nicht mehr lieben. Aber es gibt immer noch Leute, die den lieben würden, weil sie dann nicht ihr Meta-Sweaty-Game machen können, wenn die am Verlieren sind, weil es dreht sich ja alles um sie und sie, wenn sie jetzt sweaty in der Ecke sitzen, würden sie auf jeden Fall die Runde gewinnen, auch im Objective-Mode. Es gibt sehr wenig Leute, die Objective spielen, ist mir aufgefallen. Ich hatte mal eine Runde, da haben wir weder unseren Spawn-Point eingenommen, noch irgendeinen anderen. Mein Team hat gar nicht die Sachen eingenommen. Habe ich alles machen müssen mit einer anderen Person und die restlichen vier Leute haben sich nie um überhaupt ein Objective-Point zum Erobern gekümmert. Das war zum Kotzen. Und wisst ihr, was auch noch zum Kotzen ist? Dreiecks-Defined-Maps, die ich absolut nicht mehr sehen kann. Die Map-Arena, diese Attica Heights oder wie die heißen, und Echolon HQ. Das sind die drei Maps, die ich zum Kotzen finde. Ich finde, die Arena ist klein und schlecht aufgebaut. Ich finde, die ist irgendwie zu blöd. Ich mag sie einfach nicht zu spielen. Sie fühlt sich richtig langsam an, obwohl es so eine kleine Map ist, und richtig unangenehm zu spielen. Sie fühlt sich nicht gut vom Flow an. Diese Attica Heights ist in Ordnung, aber ich mag das gesamte Map-Layout nicht mit den Wegen an den Seiten und so. Es fühlt sich undynamisch an. Ich finde, ich weiß nicht, es hat etwas drin, was mich stört, so eine gewisse Undynamik, so ein gewisses Unwohlsein bei dem Spielen, weil die Wege an den Seiten sind relativ einfach zu überblicken, aber auch irgendwie langweilig zu spielen. Der untere Bereich ist relativ langweilig zu bespielen. Ich würde sagen, die Map ist langweilig zu bespielen einfach. Nicht, dass sie vielleicht unangenehm zu spielen ist oder langweilig oder sonst was. Es ist einfach, sie hat keinen Fun-Faktor zum Spielen. Die ist wirklich so ein bisschen die lameste Map, würde ich sogar sagen. Und dann haben wir noch das Echolon HQ. Die Map ist seltsam. Ich weiß nicht. Ich finde sie echt schlecht. Das liegt daran, dass es aber eine sehr enge Map einfach ist, wo man hauptsächlich Maschinenpistolen oder so entgegenkommt. Und es gibt viel zu viele Wege nach links, rechts, ab, unten durch. Es gibt zu viele Nebenwege, als dass man dort effektiv, würde ich sagen, schön spielen kann. Da muss man auf viel zu viele kleine Bereiche achten, welche zum Beispiel bei den Etika Heights nicht sind, weil du hast links, rechts, Mitte und dann hast du unten. Das gibt sich jetzt noch so ein Tunnelweg oder so, wo man darauf achten musste, so einen unteren Weg, den irgendjemand so secretmäßig nehmen kann oder oben nochmal durch Luftschacht, um in die Mitte zu kommen. Nee. Und das mag ich bei dem Echolon HQ nicht so gerne. Aber, ja, das sind meine drei Hass-Maps. Alle anderen Maps finde ich tatsächlich angenehm zu spielen. Ich habe jetzt auch die neue Rockefeller gespielt. Die ist mir zu klein. Das ist eine viel zu kleine Map, man kommt viel zu schnell durch. Ich sag ja immer wieder, Ex-Defined braucht größere Maps. Aber nein, sie werden kleiner anstatt größer. Ich weiß nicht, also ich mag Shooter mit größeren Maps. Alte COD-Maps waren vor allem relativ groß und die mochte ich sehr gerne. Ex-Defined weiß ich nicht. Fürs Spieltempo fühlen sich die Maps einfach zu klein an. Und oh mein Gott, hier habe ich gechoked. Aber ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Eurem Gedanke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Lenkgranate geht in die Zone gefährdet.